Heute, Freunde, reagieren wir mal auf traurige Huggy-Wuggy-Animationen. Ich kann nicht mehr, ich muss schon anfangen zu heulen. Ja, okay, so traurig wird's trotzdem nicht. Aber, Freunde, ihr seht es schon, wir haben ja einen traurigen Huggy-Wuggy vor uns. Wir alle kennen Huggy-Wuggy nur als gruseligen Monster. Aber heute werden wir mal herausfinden, was die guten Seiten von Huggy-Wuggy sind und was tief in seinem Herzen drinnen steckt. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir haben hier einen ganz traurigen Huggy-Wuggy stehen. Denn wir schauen uns heute traurige Huggy-Wuggy-Animationen an. Und nicht nur gruselige, wo er andere Leute auffrisst oder andere Leute erschreckt oder so, sondern heute schauen wir uns mal, ja, die lieben Seiten von Huggy-Wuggy an und wie traurig auch manchmal sein kann. Ihr seht es, Freunde, und ich würde sagen, Video ab. I'm so lonely. Och. Nobody wants to be my friend. Oh, der arme Freunde. Er sagt schon, ich bin ganz alleine. Keiner möchte mit mir befreundet sein. Freunde, würdest du mit Huggy-Wuggy befreundet sein? Ich weiß nicht, also er macht mir auch Angst, aber in der Animation sieht er echt traurig aus. Jeder hat Angst von mir. Oh Gott, oh Gott. Oh. Is somebody here? Oh. Warte mal, das war der Spieler, der mit diesen zwei roten Händen oder mit der roten und der blauen Hand reingekommen ist. Und er ist schon komplett verschwitzt. I'm Hallo, ich bin Huggy, sagt er. Und oh, der arme Freunde. Huggy? 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 Oh, er kriegt auch Angst. Und keiner mag mich, der arme Freunde. Habt ihr das gesehen? Er hat sich auch vor Huggy erschrocken, obwohl er eigentlich nur ein bisschen Liebe haben will und ein paar Umarmungen einfach. Aber Freunde, das weiß er dann natürlich nicht und... Huggy and nobody ever gave you a... Was? Actually, no. Ey, was, Freunde? Er hat ihn tatsächlich umarmt und habt ihr das gesehen, ey? Er hat sich richtig gefreut. Where's the exit? Er sagt so, wo ist der Ausgang? Hast du einen Ausgang, Huggy? Und... Oh, oh, er ist verschwunden, Freunde. Wo ist Huggy Wuggy? Das check ich jetzt nicht. Er war doch mit ihm befreundet. Und auf einmal ist er doch verschwunden. Zeigt jetzt doch wieder seine gruselige Seite. Er hat gerade sein Vertrauen gewonnen. Und wo ist der, Freunde? To harm me? I have a friend. Oh, ich hab einen Freund, sagt er. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er bekommt Angst. Was ist da denn los? Oh, oh. I understand if you are scared. Oh, ich verstehe, dass ihr Angst vor mir habt. But I will never harm you. Oh, aber er ist trotzdem total lieb. Ich weiß, dass ich ängstlich bin, aber ich will niemandem schaden. Er hat ihm die Kassette gegeben, Freunde. Och, der arme Freunde, schaut ihn euch mal an. Er will doch einfach nur ein bisschen Liebe haben, aber hat keine einzigen Freunde. Ich kann schon verstehen, wenn du gehen willst, sagt Huggy Wuggy. Oh, er ist wieder happy. Er ist auch happy, Freunde. Und das war die erste traurige Huggy Wuggy Animation. Er hatte wirklich gar keine Freunde gehabt und jeder hatte Angst vor ihm. Aber am Ende waren die beiden doch befreundet und er hat sogar eine Umarmung bekommen. Wir schauen uns sofort die zweite Animation an. Huggy Wuggy ist so traurig. Okidoki. Natürlich sind auch alle Originalvideos in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und da haben wir den Player wieder. Okay, mit der blauen und der roten Hand. Oh oh, Kollege hinter dir. Und er bekommt auch schon Angst. Und oh oh, Freunde. Oh oh, renn weg, ey. Okay, okay, er geht weiter. Und ah, eine Kassette? Nein? Eine Banane? Warte mal, was? Spaghetti? Und die Squid Game Puppe. Kennt ihr doch die Squid Game Puppe? Junge, was hat der für Hosentaschen? Ey, hat der überhaupt eine Hose, ey? Junge, da passt ja so viel rein, ey. Der holt da eine Banane raus, Spaghetti. Kommt da noch ein Haus raus und... Ah, da, Freunde, hat er die Batterien, glaube ich, gefunden. Oh, oh, Huggy. Huggy ist hinter dir und... Er sagt auch schon, ich weiß, dass du hinter mir bist und... Oh, ich verstehe es nicht, hat er gesagt. Was ist passiert? Hä? Was ist das denn, Freunde? Und er ist weitergekommen. Okay, okay. Was wird er jetzt machen? Ich habe auch keine Idee. Huggy Wuggy steht einfach daneben und sagt so, ach, ich weiß auch nicht, was dieser Ort ist. Und das, obwohl er längst hätte auffressen können, ey. Aber, Freunde, er macht es irgendwie nicht. Ich weiß, dass du hier bist und... Oh, oh, ich will dich nur umarmen. Komm her. Er will nur eine Umarmung, Huggy Wuggy. Oh, oh, was passiert da? Nein, er schubst ihn runter, Freunde. Oh nein, Freunde. Bitte helf mir, sagt er.
Ich weiß, dass ich böse war. Aber nur weil ich ganz alleine bin, bin ich so. Ich habe keine Freunde. Oh. Ich brauche nur eine Umarmung, sagt Hagiwagi. Der Arme. Nein, nein, nein. Okay, er hilft dir. Let's... Oh Gott. Was war das denn? Hagiwagi hat ihn richtig ausgetrickst, ey. Ich dachte wirklich, die beiden wären jetzt Freunde. Er hat mir richtig leid getan am Ende, Hagiwagi. Und auf einmal, ram, hat er doch gegessen, ey. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Die nächste traurige Animation heißt Ich bin kein Monster. Und da haben wir wieder den traurigen Hagiwagi. Diesmal darf er aber nicht böse sein, wie in der letzten Animation. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Er sitzt da ganz alleine, Freunde. Ah, schaut euch das Ganze mal an. Erinnert sich, glaube ich, an die schönen Zeiten, wo er noch umarmt wurde von dem Mädchen vielleicht, was ihn gekauft hat als Spielzeug. Und nun sitzt er alleine, schaut sich seine Hände an. Oh Gott, wieso sind seine Hände so? Die Hände sehen echt aus wie die Hände eines Monsters. Und ich glaube, vielleicht denkt er sich gerade im Moment, ich bin gar kein Monster. Wie der Titel auch sagt, ich bin kein Monster. Er denkt so, bin ich wirklich ein Monster? Was ist nur in mich gefahren? Wieso sagt jeder, dass ich ein Monster bin? Aber vielleicht ist er kein Monster, Freunde. Vielleicht kommen noch andere Gedanken. Und schaut mal, wie traurig er aussieht, Freunde. Er denkt, er hat sich gerade seine Hände angeschaut. Und er denkt so, ist er wirklich ein Monster, Freunde? Und... da sind hier die Hagiwagi und Kissy Missy ist auch da. Die weibliche Hagiwagi. Und erinnert sich an die schönen Zeiten, wo er noch als neues Spielzeug war und jeder ihn haben wollte. Und schon wieder, Freunde, guckt euch das Ganze mal an. Schon wieder verwandelt er sich in so eine Horrorkreatur. Ich glaube, das sind seine Gedanken, die gezeigt werden. Und er denkt sich wirklich, bin ich wirklich ein Monster, wie jeder sagt hier. Schaut euch das Ganze mal an. Ich bin wirklich ein Monster. Er ist total schockiert. Er erkennt sich wahrscheinlich gar nicht mehr wieder, weil er am Anfang so lieb war. Schaut euch das mal. Das ist Hagiwagi. Jeder hat ihn gefeiert. Schaut mal, da ist sogar ein Kind. Hä, warte mal, was ist das denn hier? Hier wird er gefangen gehalten und irgendwie sowas. Oh Gott, ich glaube, das sind auch böse Erinnerungen oder irgendwie sowas, wie er vielleicht erschaffen wurde oder so. Und er verliert sich immer mehr in seinen Gedanken, Freunde. Da ist er, wieder Hagiwagi in der Spielzeugfabrik. Er hat die ganze Zeit diese guten Gedanken und als nächstes die bösen und schlimmen Gedanken. Und er denkt sich wirklich wahrscheinlich, bin ich ein Monster, Freunde? Und das war auf jeden Fall die nächste traurige Hagiwagi-Animation. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, Freunde. Was denkst du? Ist Hagiwagi wirklich ein Monster? Oder verbirgt sich tief in seinem Herzen noch ein guter Mensch oder ein gutes blaues Wesen, was auch immer Hagiwagi ist, ey. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der allerletzten traurigen Hagiwagi-Animation. Als nächstes schauen wir uns an, der Ausbruch oder das Entkommen von Experiment 1006. Poppy Playtime-Animation. Ich würde sagen... wir starten sofort in das Video. Ah, wir haben hier auf jeden Fall eine Familie. Mit einer Mutter, moi moi, mit einer Tochter, moi moi. Und hier, der Sohn ist das, glaube ich. Und sie fragen auch schon. Also, das ist auf jeden Fall, der Ort, wo du arbeitest, Mama. Das bedeutet, sie arbeitet auf jeden Fall in der Spielzeugfabrik von Hagiwagi. Und was sagt sie? Ja, und das ist Hagiwagi, meine Kinder. Okay, sie schaut sie sich an und hört. Was? Sagt sie. Was ist los? Mama, wo ist Hagiwagi? Und er ist verschwunden, Freunde. Mama, und schaut sie euch mal an. Mama, die Kinder schreien die ganze Zeit. Mama, 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 hallo, 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 Mama, Mama. Aber keine Antwort kommt. Sie arbeitet ja dort in diesem Spielzeugladen und sie weiß ganz genau, dass Hagiwagi dort steht. Aber er ist anscheinend verschwunden oder irgendwie sowas. Mama, was passiert hier? Und schaut sie euch mal an. Die beiden sind auch total traurig. Ich habe Angst und... habt keine Angst, Kinder. Alles ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Verdammt nochmal, Hagiwagi ist verschwunden. Wieso wollen wir nicht... was? Verstecken spielen? Was ist das denn für eine dumme Idee, ey? Hagiwagi ist einfach verschwunden und die Mutter sagt einfach, ach Kinder, lass uns einfach mal Verstecken spielen. Jo, das ist auf jeden Fall die beste Idee, die man haben kann, wenn auf einmal ein riesengroßes Spielzeug verschwunden ist. Also ich muss sagen, ich habe mehr vor der Mutter Angst als vor Hagiwagi, ey. Das ist hier eine richtige Psychomutter, ey. Was ist denn da los, anstatt die Kinder zu beruhigen? Du bist hier die Böse, ja. Hagiwagi ist gar nicht böse und ich möchte, dass ihr zwei euch gut versteckt. Okay, ich verstehe nicht, was in die Gedanken ist und ich werde euch dann später suchen. Ich werde bald zurück sein. Versprochen. Was macht sie? Und Mama, sie rennt einfach weg. Was ist jetzt los hier? Okay, ich frage mich wirklich, was hier passieren wird. Und die armen Kinder, Freunde.
Was passiert da? Alles, glaube ich, ihr Spielzeugfabrik. Oh mein Gott, ist Chaos los und da ist der Freunde. Wie gruselig. Sieht er denn aus? Hagi Wagi. Und warte mal, ist das die Mutter? Hat er die Mutter jetzt einfach aufgefressen oder wie? Oh Gott, wir schauen auf jeden Fall mal weiter. Also, wenn ich den so sehen würde, ey, ich würde um mein Leben rennen, ey. Und oh Gott, okay. Was geht auf jeden Fall jetzt hier? Vor allem, was ist mit den Kindern, Freunde? Da sind die Kinder und... Hallo? Wo seid ihr alle? Fragen sie auch. Mama? Die Armen und... Da ist der Freunde in dem Auge der Tochter oder vom Sohn. Ist Hagi Wagi. Oh nein. Rennt, Leute. Rennt. Hagi? Fragen auch schon vorsichtig die Kinder. Ist das Blut? Und er kommt immer und immer näher. Und was ist passiert? Wo ist unsere Mutter? Fragen sie auch. Was hast du ihr angetan? Und... Er sieht total gruselig. Bitte tu uns nichts an. Und, hä? Warte mal, was macht der da? Er streckt seine Hand auf jeden Fall. Was gibt er ihnen? Eine Katze oder ein Spielzeug? Was ist denn da los, hä? Und das war auch das Ende der letzten Animation. Ich bin absolut verwirrt. Freunde, was ist in der letzten traurigen Hagi-Wagi-Animation passiert? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Denkt ihr, das ist die Mutter gewesen hier? Und Hagi-Wagi hat sie irgendwie bekommen oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Könnte echt sein, dass es die Mutter ist hier. Und vor allem das Ende hat mich verwirrt. Ich meine, Hagi-Wagi gibt ihm anscheinend irgend so ein Spielzeugkatze oder irgendwie sowas. Und da die Tochter ist auch am Weinen. Und was denkt er sich so? Ja, ich habe eure Mutter erledigt, aber ja, hier habt ihr trotzdem euer Spielzeug. Ja, toll, ey. Das bringt den zwei auch nichts. Aber ich denke mal, das soll es gewesen sein. Das waren auf jeden Fall jetzt hier richtig traurige Hagi-Wagi-Animationen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Alle Links zu den Originalvideos findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Checkt die auf jeden Fall gerne ab. Das ist immer echt viel Arbeit, solche aufwendigen Animationen zu erstellen. Und wenn du natürlich mehr Reaktionsvideos sehen willst, dann gib dem Video natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Dann wird davon auf jeden Fall mehr kommen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, like, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Santex Army und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.